hier stehen, die dafür verantwortlich sind, dass wir heute so schön bei Sammy sein dürfen. Also es sind die Eltern von Sammy, aber zugleich auch Trainer und ich möchte sagen Manager in der ganzen Karrierelaufbahn von ihr. Was macht das tägliche Training aus jeden Tag mit ihr? Ich hatte natürlich schon zwei Vorläufer, sag ich mal, mit die Sanneke und Sönke. Da haben wir schon mal geübt, wie das so ist, seine eigenen Kinder zu trainieren. Da hatte ich natürlich mit einer Tochter und einem Sohn schon etliche Herausforderungen auch. Und da war das jüngste Kind eigentlich nur noch die Sahne. Das ging ja so ein bisschen mit Butter runter. Das war eigentlich die einfachste zu trainieren, muss ich sagen. Ja. Jetzt mal ganz speziell Sammy. Was würdest du denn sagen, was macht sie im Sattel so stark? Sie zerbricht nicht an der schlechten Prüfung, sondern sie hat jeden Tag Spaß an der Arbeit mit dem Pferd. Und das ist das Tolle an Sammy. Sammy liebt ihre Pferde durch und durch. Und das sind alle ihre, ja, ich sag mal so, ihre Titelmädchen, weil sie hat ja nur Stuten im Moment. Ja, das wollte ich eben mal noch drauf einhaken. Also Stutereiter ist noch so ein eigenes Kapitel, finde ich immer. Das ist so wie das Klavier, wenn man die schwarze Taste auch noch spielen kann. Also, und das hat sie schon drauf, dass sie bei Stute, da muss man schon mal... Genau. Also das ist schon toll. Also das zeichnet ihr schon auf. Ihr habt zwar schon bei zwei Kindern geübt, da wird man vielleicht auch ein bisschen gelassener, aber ich meine sehen zu können, Sven, speziell ehrlich gesagt bei dir, wenn eins deiner Kinder reitet, wenn Sammy da reinreitet, ist schon Spannung drin, oder? Ganz ehrlich, seit letztem Jahr, ich habe das jetzt auch in Hagen mitbekommen mit Sönke, ist bei mir alles so ein bisschen relativierter geworden. Wir geben genauso viel, aber wenn es dann nicht ist, wir waren super glücklich jetzt auch am Wochenende und es ist phänomenal gelaufen mit Santiano und Sönke und ich stand wesentlich entspannter am Pferd. Dieses Erlebnis, muss ich es jetzt mal nennen, vom letzten Jahr hat euch, ihr wart eh immer eine, glaube ich, sehr zusammengeschweißte Familie, noch mehr als Familie zusammengeschweißt, stimmt ja, das? Ja, definitiv. Also das hat uns schon auf die Probe gestellt. Ja, das hat uns richtig auf die schon. Probe gestellt, weil viele kamen zu uns und haben gesagt, Mensch, jetzt kann es ja nur noch besser werden. Und ich habe sofort gesagt, nein, es kann viel, viel schlimmer sein. Wenn meine Kinder da nicht rausgekommen wären oder so, dann hätte ich hier nichts mehr aufgebaut. Dann wäre ich hier nur noch, dann wäre alles vorbei gewesen. Ja, das ist schon so. Ja, und ich sage eins, wir sind dankbar, dass wir jetzt hier sind. Und wir sind dankbar, dass Sunny, die ja wirklich bis zum Schluss noch Pferde rausgeholt hat, und dass Sönke, dass unsere Kinder leben. Und tut mir leid. Da sind wir sehr, sehr dankbar für. Umso mehr schätzt man jetzt jeden Tag, wenn man hier steht und seine Jüngste trainiert, die dritte Richtung Grand Prix Sport. Ist das manchmal so, dass ihr euch morgens schüttelt und sagt, Mensch, wie cool. Ja, wir sind froh, auch das, was Sammy jetzt auch ermöglichen können. Ich sage mal so, wir sind froh, dass wir so viele Menschen um uns herum hatten in dieser Phase, die uns auch unterstützt haben. Die ganzen Handwerker, die in einem Jahr während Corona uns das hier wieder aufgebaut haben. Die ganzen Menschen, die uns geholfen haben mit den Tieren, auch die verletzt waren. Und wir sind dankbarer geworden. Also ich persönlich bin sehr viel dankbarer.